Wenn man sich unmutet, hört man meistens mehr. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Livestream im Microsoft Flight Simulator 2020. Ich habe mir sogar tatsächlich einen Zettel heute geschrieben mit dem Callsign, ne? Sicher ist sicher. Das habe ich jetzt hier vor meinen Monitor direkt gelegt. Das heißt, eigentlich, wenn ich dann das Callsign sage, müsste ich sehen, ne? Herr Pictures, Achtung, 1-0 Tango Papa. Das sieht gut aus und wir hüpfen dann mal zum FMC und drehen dann mal soweit alles ein. Aus der Co-Pilotensicht muss ich den Kopf immer so anders drehen. Machen wir mal, ist das der richtige Knopf für die APU? Ach, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich habe es nur gar nicht gemerkt. Siehst du, das ist, wenn du aus der anderen Richtung so guckst, ganz unscheinbar. So, wenn du einen Kaffee austrinkst, fliegt das Flugzeug dann schief. Nee, ja, natürlich, ne? Also du musst, wenn schon beide austrinken, ne? Wenn beide Kaffees, ne? Was macht... Oh, nein, was machst du denn? Ah, nein! Ah, bah! Komm! Nee, Spaß, also das macht sich nicht bemerkbar, nein. 1-0 Tango Papa, are you able for a straight back pushback into Sentry 4? Ja, that's possible, Speedbird. Ach... Correction, easy, 1-0 Tango Papa. Ich habe mir sogar tatsächlich einen Zettel heute geschrieben mit dem Callsign, ne? Und jetzt, warte mal, jetzt haben wir wieder das... Na, haben wir immer noch nicht den... Moment. Den... Nein, es kann doch nicht wahr sein. Warte mal, machen wir gleich. Ich melde uns erstmal kurz beim Lotsen an. Och, also ich fand, das war jetzt gar nicht so windig, gerade nach dem Takeoff in München. Dresden. Nicht in München, in Dresden. Mann. Da muss ich mir auch gerade selbst mal hier angucken. Vielleicht flackert das irgendwie, aber es... Also, hier wird nichts angeblinkt. Nee. Ich hab extra nochmal geguckt, also entweder ich habe was an den Augen oder also ich sehe kein Blinken. Wenn du Speedbird sagst, musst du auch Runways übrigens Novocated sagen. ja. Genau. Das fehlt jetzt noch, ne? Hier, ne? Da, wie kann man das nennen? Quasi The Captain's English Skills at its Finest, Teil 3. Part 3. Ja, so quasi, ne? Ja, ja. Yes, yes. You can always learn something, ja? And, Wahnsinn. Wahnsinn. Order to silence. Wenn da Probleme sind, wenn du den Autopiloten aktivierst, kann ich dir mal empfehlen zu gucken, dass dein Flugmodell auf modern steht. Das kann nämlich manchmal das Problem für genau solche Probleme sein. Nicht das, der Grund, nicht das, das ist nicht das Problem, das ist der Grund für das Problem. Das Problem selbst war ja das, was du beschrieben hast, aber das ist da, sag ich mal, so meine These gerade. Also, jemand sagte gerade, wir haben die 08 links in Bremen. Ach, Bukarest. Bukarest. Ja. Aber immerhin mit B, ne? Also. Hat immerhin Paul, der hat jetzt noch im Stream was zu tun. Wann hat denn der euch angerufen, der Lotse? Angerufen? Also angefunkt, so meine ich das. So meine ich das. Sag, irgendwie, also mir kommt das normal vor, wenn man sagt angerufen, aber ist nicht normal, oder? Nein. Nee. Angefunkt. Ja, at least I have not found any functions that are missing for the moment. But I have to say that I'm very new to the CRJ and yeah, there are maybe people who can bewerten, who can bewerten, was bewerten, who can continue via Charlie Mike Wir hatten keinen, there are maybe other people who know the aircraft from another simulator who have some experience on this type of aircraft and who can, Tosvi, 2 uniform arrival for runway 08 left speed, correction, easy 1-0 Tango Papa.
Flaps, Mann. Wir lernen LM. Da war ich einfach mal noch voll einfach. Ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, wir schaffen es. So ein bisschen zu schnell, aber wir schaffen es doch. Wir schaffen es doch. Mach mal 2000. Oh, ich dachte also, schon, wir machen hier gleich. Delay Vectors. Present Heading cleared ILS 08 left speed correction. Easy 10 Tango Papa. Why are we still here? Just to suffer. Oh, meine Nerven, mein Herz. Wir haben's. Leute, wir können jetzt auf die Schulter klopfen. Es war, ich mach mal kurz den Flight Recorder an, es war echt eine spannende Anflugsache hier heute. Denke ich mal. Runway ist übrigens noch vacated. Ne, noch nicht. Noch nicht, aber gleich. 200. Gucken wir mal, dass wir jetzt eine sanfte Landung hinbekommen. Aber auch in der Landezone. 100. 50, 40, 30, 20, retard, 10. 5. Da sind wir. Reverser Scan auf. 137. Och, das ist doch gut. Da sind wir. Genau, machen wir Manual Braking ab hier. Ich würde sagen, wir machen es ganz, ganz sportlich. Weil ich sehe, wir haben hinter uns direkt einen Flieger. Damit der hier gut runterkommt, würde ich mal sagen, dass wir direkt mal vacaten. Nicht, dass der gleich wegen uns hier noch ein Video starten muss.